Wer bist denn du? Hallihallo. Für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rocket versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. In der Tat. Aber dieser Vorstand gehört zu Team Rocket, oder? Hi. Was macht ein fremdes Kind hier? Wer bist du? Sofort Personalien. Dein Personal ist bald ich erstmal. Forscher Ingo möchte kämpfen. Na los, Ingo, was hast du? Magnetilo. Oh, genial. Jetzt gerade, wo ich ein Wasser- und Flug-Pokémon an erster Stelle habe. Das trifft sich ja wunderbar. Ich sollte es tauschen. Aber ich will nicht. Vielleicht benutzt er gar keine Elektroattacke. Kann ja passieren. Drachenwut macht 40 Schaden, es fehlt wahrscheinlich 81 Leben. Nein, hat's nicht. Und es benutzt nur Ultraschall, nicht mal eine Elektroattacke. Wie blöd. Naja, noch eine Drachenwut und hinüber. Gescheitert. Weiß jemand noch, aus welchem Spiel das ist? Gescheitert. Das kam immer, wenn man verloren hat am Ende. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Übrigens, im selben Spiel, wenn man unentschieden auf unentschieden plädiert hat, kam kein Wettbewerb. Meine Idee? Ich weiß nicht, warum ich Rätsel mache, ihr kriegt eh keine Belohnung. Aber wenn ihr es wisst, schreibt euch mal so voll Prolo-mäßig unten in die Comments, so einen auf dicke Hose machen und sagen, yo, ich kenne das Spiel. Assi, der Sucht, die bin ich. Und ich benutze noch eine Drachenwut, um dieses Magnetilo vor Verwirrung selbst zu verletzen. Donnerwelle. Okay, damit ist dein Pokémon paralysiert und verwirrt. Mit anderen Worten, wenn es nicht angreifen, wenn es doch angreifen können sollte, wird es sich selber angreifen. Wie ich mein Glück so kenne, anderes Wasser-Pokémon, anderes Flug-Pokémon. Gut, dann wollen wir mit Salat weiter in den Kampf ziehen. Ultraschall hat jetzt nicht so die Rüsenwirkung, möchte ich anmerken. Rasierblatt gegen Stahl allerdings auch nicht. Normal allerdings auch nicht. Probieren wir das aus. 50-50 Fail, würde ich sagen, oder? Und, geh down. Oh, es geht ja. Oh, Volltreffer. Gut. Und Level 31 für mein herzallerliebstes rotes Garados namens Rubber. Und möchtest du das Pokémon wechseln? Was hat jetzt eingesetzt? Magnetile, oder? Nee, dann wechsle ich mal nicht. Salat ist einfach das geringste Übel. Elektro. Elektro ist also meine Schwäche, sollte ich mir merken. Ich glaube, es gibt in der Liga keinen mit Elektro-Attacken, oder? Hoffen wir es mal. Razorblad. Body Slam, mal ausprobieren. Body Slam, bam! Und nicht so effektiv, aber effektiv genug und immerhin paralysiert. Oh Gott, er hat mich ins Ziel genommen. Schnell, Salat, erledige es! Schnell, 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 schnell! Und. Oh, geht doch, Volltreffer. Wunderschön. Das gefällt mir. Und Forscher Ingo wurde besiegt. Ich hab dich nicht ernst genommen. Ja, selber schuld, du. Und deswegen werde ich jetzt erstmal einen gemütlichen Ausflug ins örtliche Pokécenter machen. Zack, 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 zack. Das befindet sich irgendwo nicht da, sondern eher so hier. Und swoosh. Guten Tag, willkommen im Pokécenter, bla bla bla, wieder fit und so, ne? Und ich komme jederzeit wieder vorbei, nämlich wenn es mir das nächste Mal so beschissen geht. Und ich latsche hier rein, ab in den Radioturm. Den ganzen Weg wieder nach oben. So, du warst gutartig. Und du willst allerdings gegen mich kämpfen. Habe ich recht? Mir wurden strikte Befehle erteilt. Ich soll jeden der Team Rocket herausfordern, pulverisieren. Ah. Ja, dann probier's. Rocket Rüpel möchte kämpfen. Rocket Rüpel schickt Smogon in den Kampf. Smogon. Und auch dieses Smogon werde ich mit meiner Drachenwut irgendwo hinspeien, wo es verdammt weh tut. Eigentlich müsste das Ding doch voll explodieren.
Obwohl, das ist ein Giftgas drin und kein explosives Gas, oder? Aber es kann auch Explosion, also muss es explosives Gas enthalten. Also müsste es doch explodieren, wenn ich es anzünde mit meiner Drachenwut. Naja. Guck, bumm. Explodiert. Zeig ich doch. Setzt Slimer ein und ich will das Pokémon nicht wechseln. Ich werde einfach mit meinem Rubber jetzt hier so einen coolen, wie heißt das? Durchmarsch. Einen Durchmarsch machen. Da, 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 da. Und, es schlug fehl. Das ist sehr gut. Warum schlägt sein Aussetzer fehl? Das sollte es eigentlich nicht. Ja, entschuldigt die Stille, ich musste gerade gehen und ich will mein Pokémon natürlich nicht wechseln. Sondern würde lieber ein Zubat in den Kampf schicken. Nein, in den Kampf schicken lassen wohl er. Mein Bildschirm hängt viel zu tief. Es geht langsam in den Hals. Oder ich ziehe einfach das Fenster ein Stück weiter hoch. Moment, es könnte sein, dass das Video jetzt unterbrochen wird. Ich weiß nicht, wie Fraps es verkraftet. Habt ihr gerade auch diese schreckliche Musik gehört? Ich hoffe nicht. Ah, das ist gleich viel angenehmer. Und Drachenwut. Vielleicht habe ich keine AP mehr drauf, oder? Ach, egal. Das hab ich schon. Und Zubat wurde ebenfalls besiegt. Und als letztes kommt noch ein Ratzi, Ratzi, Ratzi. Und dieses Ding. Blicke dem Tod ins Auge. Los, Rubber! Drachenwut! Oh Manu, Energy Focus pumpt sich auf. Das wird dir nichts bringen, denn du bist jetzt tot. Hey, was denkt sich dieses Ding eigentlich? Man kritt jetzt nicht mal. Volltreffer nicht mal, meine ich. Und was? Und dich begrüße ich auch noch. Hey, es ist ein tolles Gefühl, Pokémon für Vergleichen einzusetzen. Ja, es ist auch ein tolles Gefühl, Pokémon einzusetzen, um dir in den Arsch zu treten. Du schwarz gekleideter Wubbeltupf. Mhm, Wubbeltupf habe ich gesagt. So sieht's aus. So, Rubber. Beginnen wir mal mit Fuchtler. Habe ich das jemals benutzt? Batsch, batsch. Batsch, batsch. Und jetzt? Rolltreffer. Dam, dam, da. Batsch, batsch. Batsch, batsch. Und tot. Und besiegt. Versorgt. Machst du Witze? Nein. Verlierer macht man... Was? Anira macht mich mürrisch. Mist, ich hasse unfähige Pokémon. So, wer bist du denn? Der Anführer von dem Rocket hat dich selbst eingeschlossen, aber das... Der Intendant besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im vierten Stock. Bitte rettet ihn. Dies ist der Schlitz für den Türöffner. Darüber muss ich also. Hier drüben bin ich. Hallo, dich im Kreis drehender tanzender Typ. Du hast vor, den Intendanten zu retten? Dies wird nicht möglich sein, da ich dich besiege! Tja. Aber ich werde dich ebenfalls besiegen. Hast du darüber schon mal nachgedacht? So, Rubber. Was benutzen wir denn? Ach, Fuchtler hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das macht gut Schaden. Das ist schön. Das ist toll. Das ist... todbringend. Los, bring mir mehr EP. Nein, nein. Golbat ist easy. Das mach ich doch fertig im Nu. Dem schlage ich einmal in seinen riesigen Riesenmund mit meinem Fuchtler und dann... Und dann lebt es immer noch. Und verwirrt mich. Ich hasse Verwirrung. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ich rutsche mal ein Stück näher an meinen Schreibtisch und lehne mich dann zurück. Ich hoffe, meine Stimme wird jetzt nicht allzu leise. Ich rede einfach mal ein bisschen lauter weiter.
Ich mache die Musik auch mal ein bisschen leiser bei mir, damit es nicht wieder einen Widerhall gibt. Aber was soll das bei Pokémon eigentlich nicht? Pokémon spiele ich immer noch ohne Headset, weil diese Musik auf dem Headset dann irgendwann nervt. In den Boxen ist es eigentlich ganz okay. Möchtest du das Pokémon wechseln? Nein. Also wie gesagt, im Boxen macht es Spaß. Da mag ich die Musik. Das ist so schön nostalgisch. Erinnert mich an meine Kindheit und alles. Und aber auf Kopfhörer muss es dann echt nicht sein. Ach, da wird man ja kirre im Kopf. Obwohl ich hin und wieder auch Chiptune höre. Und das mag ich eigentlich. Aber auch nur nicht allzu lange am Stück. Hab ja auch dieses tolle Scott Pilgrim Album runtergeladen. Das höre ich manchmal zum Minecraft zocken. Naja, Pfund, Fuchtler und tot. Und mein Rubber ist schon wieder schwerst verletzt. Nein, unglaublich. Hier ist nur noch dieser komische Typ. In welchem Stock bin ich eigentlich? Im dritten, oder? Im vierten ist der Intendant. Wie geht's meinen anderen Pokémon? Die sind alle noch voll wohlauf, nur Rubber. Hat geringfügige Kratzer und Schrammen am ganzen Leibe. Und du hast ein Ausrufezeichen über dem Kopf und willst mich herausfordern. Exzellent. Bei dem Radioturm können wir unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Welches Vorhaben denn? Das mit alle Pokémon der Welt entwickeln lassen und zu widerlichen, riesigen Rosa-Viechern werden lassen? Naja, Porygon, typisches Nerd-Pokémon. Ich mochte das früher auch immer ganz gerne. Rubber benutzt natürlich Biss gegen Porygon. Was wäre effektiver gegen ein Porygon als Biss? Umwandlung. Umwandlung 2 wird zu einem Pokémon des Typs Unlicht. Ach, Umwandlung 2 verwandelt ihn in den Typ meiner letzten Attacke, gell? Und dann benutze ich halt Drachenwut. Und mache Schaden. Ja, und jetzt benutzt es Umwandlung. Und jetzt wird es zu einem Pokémon des Typs Normal. Was es mir erlaubt, wieder Biss zu benutzen, ohne Schadenseinbußen einstecken zu müssen. Und es schreckt zurück und wäre damit eigentlich auch schon besiegt. Es war ja fast schon zu leicht, dieses Porygon. Ich meine, es ist auch ein wenig veraltet, so eckig wie das noch ist. Jeder große Plan hat einen Haken. Haken! Hallo, Mr. Intendant. Du bist gekommen, um mich zu retten? Ist es das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger. Ich gebe vor, der Echte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Ja, ich wusste, dass du ein Betrüger bist, weil ich diese Story schon kenne, zumindest geringfügig. Du siehst aus wie Giovanni, aber bist mein Rocket-Vorstand und ich weiß auch, wo der echte Intendant ist, aber ich muss dich ja trotzdem herausfordern. Das ärgert mich an Spielen auch immer so, wenn man ein Spiel schon mal gezockt hat und dann lockt irgendwer die Helden in eine Falle und man muss da dann aber reinrennen, obwohl man genau weiß, dass es der falsche Weg ist, aber naja. Dragon Wood, Dragon Rage. Was ist Dragon Rage? Dragon Fury? Wie heißt es denn auf Englisch? Weiß es wer? Wenn ihr möchtet und es euch danach beliebt, postet auch das in die Comments. Ich rege ja so gern die Leute an, etwas in die Comments zu schreiben, aber am Ende machen sie es doch. Naja. Und euer Vorstand setzt ein weiteres Smogon ein und ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich werde dieses Rubber bis zum bitteren Ende hier behalten. Oder bis es absolut aussichtslos aussieht. Aber es gibt keinen Drachenwut mehr. Nein, dann fuchtel halt ein bisschen rum. Ja, das ist doch ganz gut eigentlich. Tackle sollte jetzt nicht so viel Schaden machen und Fuchtler haut das Ding wieder aus den Socken und ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Ich bin verwirrt, warum denn das? Hoppla. So haben wir aber nicht gewettet. Nee. Was war da? Ein Smogon. Ah, Victor, los, auf. Zeig's ihm. Und zwar den Nachtnebel. Zeig ihm den Nebel der Nacht. Oh ja, das macht weniger Schaden, als ich erhofft hatte. Eigentlich dachte ich, zumindest 50% wären drin, aber so brauche ich halt 3 Attacken, um ihn zu zerbatschen. Aber naja, was will man erwarten bei einer fehlerlernten Attacke?
Smog. Und brauchen wir mindestens 3 Nachtnebel. Ich hoffe, 3 reichen, aber das sieht ganz gut aus. Volltreffer bei Schlammbad. Kratzt mich aber jetzt nicht so, denn ich habe Level 32 erreicht.